Huch. Das gefällt mir nicht, Tombi. Oh nein. Ich weiß nicht, was war das denn? Oh. Oh nein. Mein schöner Topf. Ich habe ihn so gemocht. Ah. Es war keine Absicht. Ist ja gut. Alles geht irgendwann mal kaputt. Oh, jetzt ist er voll traurig. Ist gut. Wenn es nicht so viel verlangt ist, kannst du mir beim Aufheben helfen. Oh. Ich ertrage den Anblick nicht. Oh, der tut mir voll leid. Vielleicht lassen wir es lieber liegen. Tonspachtel erhalten. Oh Mann. Oh, mein Topf. Aber der macht den bestimmten neuen. Hoffentlich. So, dann ab hier in das Haus. Das war doch hier der letzte, ne? Was? Ich weiß, er war im Topf. Aber kannst du dem nicht einen neuen Topf machen? Prima, jetzt kann ich einen neuen Topf machen. Aber für den Typen bitte gegenüber. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe keinen kostbaren Topf mehr. Ton mehr. Oh, mein Fehler. Manchmal gewinnt man Ton, indem man Dreckklumpen in der Waschmaschine wäscht. Was? Ja, wo ist sie denn? Ist das hier die Waschmaschine? Ich hab Klumpen habe ich geholt. Ein paar. Das sind wahrscheinlich nur die schwarzen. So. Mit die habe ich, glaube ich, noch nicht geredet. Morgensterne, Eisbumerangs und Hammer, ihr seht, wie verschieden sie sind. Mit dem Hammer kann man schlagen. Versuch es mal. Ich habe keinen Hammer, du Doofkopf. Ne, wir gehen erstmal da nach links, weil da ist ein kleinerer Weg. Ah. So. Der Grün haben wir immer noch nicht, ne? Verschlossen, ja. Wo ist die Waschmaschine? Können wir hier... Oh, guck mal, da war ein Klumpen. Ja gut, dann müssen wir hier hoch. Hier ist nix. Wo kommen denn die Klumpen her? Ich will auch Klumpen haben. Was ist das denn? Hier geht eine Leiter nach unten, das ist gruselig. Da kommen wir nicht hin, aber mit ihmchen haben wir noch nicht gesprochen. Zu Tabis Haus geht's über diese Treppe. Es ist das rechte Haus mit der roten Tür. Wo? Ich hatte aber keine rote Tür gehabt, oder? Die ist braun. Aber kann ja sein, dass wir mit dem schon geredet haben. Wir haben ja mit allen Leuten da drin. Hier kann man bestimmt. Wenn man einen Hammer hat, kann man hier so Dinge reinschlagen. So. Was ist mit dir? Oder der meint hier die Treppe, das kann natürlich auch sein. Zum Maschinenraum geht's da lang. Dort ist eine Leiter. Du kommst nur durch, wenn das Loch gefüllt ist.
das Loch gefüllt ist. Hier ist auf jeden Fall irgendwie so eine Schubkarre. Mit Kreis nimmst du deinen Gegenstand auf. Okay, aber machen wir noch nicht. Ach, das ist bestimmt da, hier, da, ja. Ich möchte mich hier erstmal umgucken. Hier kann man hier bestimmt auch alle, diese blauen Steine kann man hier bestimmt auch alle kaputt machen. Die sehen auf jeden Fall sehr schön aus. So, dann reden wir mal mit dir. Schatztruhen gibt es in verschiedenen Farben und für jede gibt es Schlüssel. Hier gibt es auch eine Schatztruhe, aber wir haben keinen Schlüssel dafür. Das ist das so? Der Typ am anderen Ende des Fließbands arbeitet gut. Er besorgt den Brennstoff. Er hier oder was? Kommen wir da hin? Die Kamera ist hier ein bisschen, ne? Nee, zu dem kommt man nicht hin. Okay. Was? Ich will doch noch gar nicht dahin. Fülle es mit Sand. Sehr gut. Da drüben war doch noch was. Mit dem haben wir auch noch gar nicht geredet. Ist das hier Tabis Haus? Oder ist es da drüben mit der roten Tür? Was ist das denn? Oh, sieht nach Reparaturen aus. Die Schienen fehlen noch. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier zu Tabby. Tabbys Haus. Eine Kiste. Wie erwartet, sie ist weg. Tuck. Warte mal, Tombi. Hörst du das auch? Nicht. Ich will die Kiste aufmachen. Was zum... Hey, 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 was soll der Lärm? Wow! Wow! Was ist das? Ein Haufen Scheiße. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es ist ein riesiger Dreckklumpen. Es ist ein riesiger Dreckklumpen. Benutzen wir doch die Waschmaschine im unterirdischen Maschinenraum, um zu sehen, was es ist. Ah. Jetzt wissen wir auch, wo die Waschmaschine ist. Oh, hätte ich fast vergessen. Am Eingang zum Maschinenraum ist ein Loch. Ja. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen es irgendwie auffüllen. Mit dem Dreckklumpen. Kann ich das mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Moment. Achso, ich kann nur mit ihm reden. Dann möchte ich aber erstmal hier die Kiste öffnen. Was ist das? Mahlzeit erhalten. Okay. Guten Hunger. Haben wir hier schon drinne? Nee, Grans Haus haben wir noch nicht. Die Musik ist ganz komisch, ne? Ah, da ist noch eine Kiste. Ach, toll. Ich dachte, es wäre was Tolles. Ui. Nein! Uäh. Ich habe ein bisschen Angst.
So, was mit dir? Diese ganze unterirdische Maschinerie war ursprünglich für den Brennstofftransport. Auf dem Dampf der Rohre kann man ziemlich hoch steigen. Achtet auch auf die Schilder. Okay, ich werde mir jetzt die Schubkarre holen. Wo ist die Schubkarre? Da! Die Frage ist, wo kriege ich jetzt Sand her? Das lässt sich ganz merkwürdig steuern. Aber vielleicht hier bei dem einen, dass er mir hier mit aufschütten kann. Nee, da! Guck mal. Oh, du brauchst mehr Sand, nicht dein scheiß Ernst. Na gut. Das lässt sich so komisch steuern, ne? Noch einmal, schätze ich. Ich weiß nicht, ob das an der PlayStation 3 liegt, dass die Musik so verkorkst. Ey, ich krieg das nicht geschissen, dieses Drecks. Das Loch ist jetzt voll. Das ist schön. So, kann man hier speichern? Unterirdischer Maschinenraum voraus. Nee, kann man nicht. Ja gut, dann holen wir jetzt noch die Frau aus dem roten Haus. Ich denke mal, jetzt können wir die holen, weil das Loch voll ist. Das Loch ist voll. Lasst mal sehen, was das hier ist. Ja. Ich trage ihn dir, Tombi. Das ist ja sehr lieb von dir. Du sollst dir nicht wehtun. Dankeschön. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Beeilt euch aber. Ich will auch wissen, was das ist. Ach, der freut sich ja richtig. Süß. Ich frage mich, was unter dem Dreck ist. Ja. Zum unterirdischen Maschinenraum. Ich schätze mal, dass das die Tabby sein wird. Was sollte sich da sonst bewegen? Oh, das ist ein Schweinchen, also ein Endgegner. Der Maschinenraum. Der Stolz der Bergwerkstatt. Hier sind so viele Leute zum Reden, ne? Die Maschinen sind von rechts gesehen zum Waschen, Brennen und Vermischen. Alles klar? Waschen, Brennen, Vermischen. Waschmaschine? Brennmaschine, öffne den Deckel, indem du mit dem Hammer auf den Bolzen schlägst. Ja gut, habe ich keinen. Noch nicht. Dieser Ofen hier, er braucht nur Brennstoff, dann wird er wahnsinnig heiß. Er wird so heiß, dass ich letztens sogar Metalle damit geschmolzen habe, als das böse Schwein gezaubert hat. Ich habe die Powerkohle mit den anderen benutzt und es
ist kaum etwas übrig. Vielleicht habe ich ja noch welche? Fragezeichen. Im Moment ist er nicht mal heiß genug, um ein Steak zu braten. Guter Brennstoff. Ah, das sind bestimmt die schwarzen Dinger. Wenn ich das Metall erhitze, um es zu reinigen, müsste es eine leichte, harte Legierung geben. Früher habe ich an Legierungen am meisten Spaß gehabt. Aha. Wenn ich nur guten Brennstoff hätte, die Jungs, die oben Brennstoffe liefern, könnten bestimmt ein nettes Feuer machen. Der Schweinezauberer hält den Boden heiß. Verbrennt euch nicht. Es gibt zwar viele Kleiderarten hier, aber Vogelkleider gibt es in der Stadt der Fischer. Ja, die habe ich doch. Ich glaube, die habe ich sogar an, die Vogelkleider. Na gut, dann. Hau raus. Wow, wer hätte so etwas unter der Erde erwartet? Mann, oh Mann. Ziemlich cool, was? Okay, lasst mal sehen, was das Ding hier ist. Ja, bitte. Ich bin auch gespannt. Wasch den großen Klumpen. Fertig. Charles? Ihr kennt euch? Die Welt ist klein. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Das muss ich schnell erledigen. Entschuldigt, aber mir fällt gerade ein, dass ich was Dringendes zu tun habe. Danke für deine Hilfe, Gran. Kein Problem, Zippo. Diese Maschine wäscht den Dreck von Dingen ab. Ihr könnt sie jederzeit benutzen. Man weiß nie, was für Schätze man so findet. Aha. Jetzt will ich aber gerne mal... Ich möchte gerne einen Vogelklumpen haben, den ich dann dem Typen geben kann. Charles, was hast du denn gemacht? Zippo, Tombi, was macht ihr denn hier? Alter, was hat der für eine Stimme? Das ist ein fucking Affe. Ich dachte, er hätte jetzt so voll die Piepsstimme. Das sollten wir dich fragen. Immerhin haben wir dich in einem Dreckklumpen gefunden. Dreck? Oh, ja. Ich bin in den Schlamm gefallen. Den wollte ich abwaschen gehen. Aber als ich hier ankam, war er getrocknet. Und ich war gefangen. Und so wurdest du zum Dreckklumpen? Na, alles klar. Das verflixte Ding muss doch irgendwo sein. Hä? Was fehlt dir denn? Was ist das denn? Ich finde meinen Hammer nicht. Deinen was? Weißt du nicht, was ein Hammer ist? Ein Hammer! Oh, ein Hammer. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wenn ich das wüsste, würde ich ihn ja nicht suchen. Hilf mir doch jemand, ihn zu finden. Wenn Gran merkt, dass ich den Hammer schon wieder verloren habe, feuert er mich. Uiuiui. Es tut mir leid, Tombi. Wir sollten ihm helfen. Okay, keine Sorge. Ich finde ihn auf jeden Fall. Charles? Charles! Er ist immer so impulsiv. Erinnere dich mal, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Mal sehen. Bei der Arbeit an der Bahn habe ich ihn, glaube ich, zuletzt benutzt. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den, also entweder müssen wir einfach nochmal den Dings untersuchen, den Werkzeugkasten. Oder, wie benutzen wir das Ding denn? Ja. Also entweder müssen wir nochmal zu diesem
Werkzeugkasten oder wir müssen wirklich in die U-Bahn, also in Eingang Bahn. Wo wir vorher schon mal kurz davor waren, da reinzugehen. Na? Na? Oh, sieht nach Reparatur. Okay. Da kommen wir nicht hin. Ja gut, dann müssen wir wieder zurück. Waschen konnten wir jetzt leider noch nicht. Ich speichere hier und wir machen dann für hier auch jetzt mal Schluss, weil mein Hals ist nämlich auch schon etwas kratzig. Ja. Dann nehme ich morgen lieber nochmal auf. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!